Ich arbeite im Sales, im Verkauf. Und meine Aufgabe ist es, die ganze Ingenieurskunst, die in unseren Produkten drinsteckt, die in den Operationssaal zu transportieren, im Sinne der Gedanken, dass die dann eigentlich auch perfekt in den Patienten implantiert werden. Ich berate den Arzt, wie das Implantat reinkommen muss und schaue so, dass eigentlich das Implantat, wie es entwickelt wurde bei uns in der Firma, dass es nachher einen maximalen Nutzen im Patient generieren kann. Ich bin eigentlich auch da als Support für das OP-Personal, dass die wirklich auch fit sind mit den Instrumenten, dass die das ganze Handling beherrschen, eigentlich für die ganze Prozesskette von der Beschaffung des Materials eigentlich bis nachher das Implantat im Patient eigentlich drin ist. Ich komme von einer ganz anderen Richtung. Ich habe Wirtschaft studiert an der Universität, habe einen Masterabschluss und bin dann eigentlich zur Firma Synthes gekommen. Und habe dort in den Finanzen habe ich dort gearbeitet. Ich war zuständig für 20 Länder für die Kontrollen und habe da Revisionen gemacht. Das ist eigentlich etwas ganz anderes, was ich eigentlich jetzt mache. Aber mich hat eigentlich immer die Medizin, das Hautnahe hat mich eigentlich immer sehr fasziniert. Und ich habe dann den Schritt gewagt, so quasi von der Excel-Tabelle in den Operationssaal. Ich hatte natürlich dazwischen dann fast eine dreivierteljährige Ausbildung, Inhouse-Ausbildung von der Firma her. Zuerst, was mir eigentlich sehr gut gefällt, sind unsere Produkte. Aber was mir eigentlich auch sehr gut gefällt, ist das ganze internationale Umfeld von der Firma, aber auch eigentlich die ganze Produktion quasi, dass man eigentlich wirklich vom Ingenieur über die Produktion bis in den Verkauf, dass man eigentlich alle Prozessschritte in einem Haus drin hat.